Die Zauberin. Einleitung. Ich habe mein Leben einer sehr strengen und anspruchsvollen Schulung in einer Disziplin gewidmet, die wir mangels eines besseren Ausdrucks Zauberei nennen. Außerdem bin ich Ethnologin, sogar mit Doktortitel. Ich nenne meine beiden Fachgebiete in dieser Reihenfolge, weil die Zauberei tatsächlich den Anfang bildete. Normalerweise wird man erst einmal Ethnologe und widmet sich dann auf einem bestimmten Gebiet der Feldarbeit, wie etwa dem Gebiet der Zauberei. Bei mir kam es andersherum. Als Zauberlehrling wurde ich Ethnologin. Ende der 60er Jahre, ich wohnte damals in Tucson, Arizona, begegnete ich einer mexikanischen Frau namens Clara Grau, die mich einlud, mit zu ihr nach Hause in Sonora, Mexiko, zu kommen. Dort tat sie alles, was in ihrer Macht stand, um mich in ihre Welt einzuführen. Denn Clara Grau war eine Zauberin und gehörte einer Gruppe von 16 Zauberern und Zauberinnen an. Manche waren Indianer vom Stamm der Yaqui, aber es waren auch Mexikaner verschiedenster Herkunft und aller Altersklassen dabei. Die Frauen waren in der Überzahl. Alle diese Menschen verfolgten beherzt und beharrlich das gleiche Ziel: die Voreingenommenheiten und Prägungen unserer Wahrnehmung zu durchbrechen, die uns im Bannkreis der gewöhnlichen Alltagswelt festhalten und nicht zulassen, in andere wahrnehmbare Welten aufzubrechen. Das Durchbrechen solcher Wahrnehmungsprägungen gibt den Zauberern die Möglichkeit, eine Schranke zu überwinden und den Sprung ins Unvorstellbare zu tun. Sie nennen diesen Sprung den Übergang der Zauberer. Manchmal sagen sie auch der abstrakte Flug. Denn man schwingt sich hier von der Seite des Konkreten und Gegenständlichen zur Seite der erweiterten Wahrnehmung und der unpersönlichen, abstrakten Formen auf. Den Zauberern war daran gelegen, mir bei meinem Bemühen um diesen abstrakten Flug zu helfen, damit ich mich ihnen in den Dingen anschließen konnte, die das eigentliche Anliegen ihres Weges sind. Für mich wurde die akademische Ausbildung zu einem wesentlichen Bestandteil der Vorbereitung auf den Übergang der Zauberer. Der Anführer der Gruppe von Zauberern, zu der ich gehörte, der Nagual, wie er genannt wird, legt größten Wert auf formale akademische Bildung. Deshalb mussten alle, die unter seiner Obhut stehen, sich in jenem klaren, abstrakten Denken üben, das man nur an einer modernen Universität findet. Als Frau war es für mich besonders wichtig, diese Anforderung zu erfüllen. Frauen werden im Allgemeinen von früher Kindheit an dazu erzogen, sich ganz auf die männlichen Mitglieder der Gesellschaft zu verlassen, wenn es darum geht, begriffliche Klarheit zu schaffen und Veränderungen in Gang zu setzen. Die Zauberer, die mich schulten, hatten in dieser Hinsicht ganz klare Ansichten. Ihnen zufolge ist es für eine Frau zwingend notwendig, ihren analytischen Verstand zu entwickeln und ihre Abstraktionsfähigkeit zu schulen, damit sie die Welt um sich herum besser erfassen kann. Außerdem ist die Schulung des Intellekts ein ganz offenes Ablenkungsmanöver der Zauberer. Sie halten den Verstand mit Analysen und Schlussfolgerungen in Atem und gewinnen so die Freiheit, andere Bereiche der Wahrnehmung zu erkunden, ohne dass sich dieser ständig einmischt. Anders gesagt, während unsere rationale Seite mit den Dingen einer formalen akademischen Ausbildung beschäftigt wird, kann sich unsere energetische oder nicht rationale Seite, Zauberer sprechen hier vom Doppelgänger, mit den Aufgaben und Belangen der Zauberei befassen. So wird das ewig argwöhnische, analytische Bewusstsein nicht mehr so viel dazwischenreden oder gar nicht mehr mitbekommen, was auf der nicht-rationalen Ebene vor sich geht. Das Gegenstück zu meiner akademischen Ausbildung bestand demzufolge darin, den Grad meiner Bewusstheit und meine Wahrnehmungsfähigkeit zu steigern. Zusammen bringen diese beiden Seiten die Gesamtheit dessen zum Vorschein, was wir sind. Sie wirken zusammen wie eine einzige Kraft und hoben mich heraus aus dem Leben,
in das ich hineingeboren und in dem ich auf die Rolle der Frau dressiert worden war. Sie entrissen mich diesem Leben, das mir so selbstverständlich erschienen war, und stellten mich in eine Welt von Wahrnehmungsalternativen, die vorher nicht einmal zu erahnen waren. Ich will damit nicht behaupten, ich sei durch meine Entscheidung für die Welt der Zauberer schon aus dem Gröbsten heraus gewesen. Der Sog des Gewohnten ist so stark und anhaltend, dass jeder, mag er sich noch so eifrig und gewissenhaft bemühen, sich immer wieder zu wüsten Ausbrüchen des Entsetzens und der Dummheit hinreißen und sich gehen lässt, als hätte er rein gar nichts gelernt. Meine Lehrer gaben mir mahnend zu verstehen, dass ich darin keine Ausnahme sei. Nur beharrliches Bemühen von Augenblick zu Augenblick könne etwas ausrichten gegen den natürlichen und einschläfernden Hang, uns nicht zu ändern. Ich habe sorgfältig erwogen, worum es mir letzten Endes geht, und bin zusammen mit meinen Gefährten zu dem Schluss gelangt, dass ich über meine Schulung berichten muss, um anderen, die auf der Suche nach dem Unbekannten sind, zu vermitteln, wie wichtig es ist, unsere Wahrnehmungsfähigkeit über das gewohnte Maß hinaus zu entwickeln. Es muss eine nüchterne, pragmatische und ganz neue Art des Wahrnehmens sein. Auf gar keinen Fall darf man sich diese Wahrnehmung als bloße Fortsetzung oder Ausgestaltung unserer gewöhnlichen Alltagserfahrung vorstellen. Ich berichte in diesem Buch von den ersten Stadien der Schulung einer Pirscherin. In dieser Phase geht es um das Aushieben unserer gewohnten Denk-, Verhaltens- und Gefühlsmuster mittels einer traditionellen und für jeden Neuling obligatorischen Zaubererübung, die Rekapitulation genannt wird. Zur Abrundung dieser Rekapitulation hatte ich eine Reihe sogenannter magischer Bewegungen zu lernen, womit bestimmte Bewegungsfolgen und Atmungsformen gemeint sind. Und damit ich all das in seinem Gesamtzusammenhang erfassen konnte, wurde ich auch in die theoretischen Grundlagen eingeführt und erhielt die entsprechenden philosophischen Erläuterungen. Bei allem, was ich gelernt habe, ging es letztlich darum, meine Energie so umzuverteilen und zu vermehren, dass ich sie für die unvergleichlichen Akte der Wahrnehmung nutzen konnte, die die Zaubererschulung verlangt. Das Prinzip der Schulung ist dieses: Wenn die zwanghaften Muster alter Gewohnheiten, Gedanken, Erwartungen und Gefühle erst einmal durch die Rekapitulation aufgebrochen sind, ist man in der Lage, so viel Energie anzusammeln, dass man nach den neuen Leitlinien der Zauberertradition leben und sie durch eigene unmittelbare Erfahrung einer anderen Wirklichkeit selbst bestätigen kann.